Hallo ihr Lieben, wir haben Sonntag, wunderschönes Wetter, wie ihr sehen könnt. Ich versuche es wieder ohne Sonnenbrille. Was liegt heute an? Ich werde ein bisschen Saatgut gewinnen und als Beispiel nehme ich da den Rucola. Und ich werde auch nicht lange fackeln. Das Ganze soll gleich hier drin passieren. Und hallo? gehen wir einfach mal zum Rucola und ich zeige euch, worüber ich rede. Das hier ist Rucola. Darum geht es jetzt. Da werde ich jetzt Saatgut draus gewinnen. Hier wächst noch ein bisschen Koriander. Aber ja, dafür brauchen wir jetzt eigentlich nur das Behältnis und eine Schere. Und ich lege einfach mal los. So empfindlich ist das, es geht direkt beim Abschneiden schon auf. Das Ding ist schon voll oder reichlich gefüllt, das reicht mir dicke. So viel Saatgut brauche ich gar nicht. Der Rest darf sich verwildern, wild aussehen. Hier unten, man sieht das auch schon, überall Saatgut. Aber zurück zum Tisch. Ganz leichte Geschichte, ich zippel das überall ein bisschen auseinander. Guck, dass da alles rauskommt. Auch schon alles leer. So sieht das Ganze aus, wenn es geschlossen ist. Ich hoffe, man kann es erkennen. So, und jetzt mache ich mal einen auf. Geht eigentlich ganz leicht. Zack, da fällt schon die Hälfte raus. Da könnt ihr das erkennen. Eigentlich ganz gut zu sehen, oder? Ja, und das ist die Saatgut, die ich gewinne. Und das mache ich hier weiter. Das ist das Saatgut, was ich da gerade rausgezogen habe. So ihr Lieben, das war's auch schon. Ich bin super zufrieden. Ich werde wohl nie wieder Rucola bzw. Salatraupen Saatgut kaufen. Davon habe ich jetzt jedes Jahr genug. Ich glaube, so viel war noch nicht mal in dem Beutelchen, das ich gekauft habe. Werde ich noch mal ein bisschen ordentlich sortieren, dass diese ganzen kleinen Reste da wegkommen, die kleinen Halme oder wie auch immer. Ja, und dann ist das eine runde Sache. Ich versuche das bei anderen Sachen auch. Wenn das weitergeht, was weiß ich, Salat, Spinat oder wo ich dann beigehe, dann werde ich euch das auch zeigen. Das war meine erste Saatgutfolge. Ich finde es mega spannend, weil irgendwie man baut was an, es wächst und es vervielfältigt sich irgendwie von alleine. Deswegen finde ich das ganz toll und sich das zu Hause dann ordentlich wegzupacken, hat ja auch irgendeinen gewissen Charme. Da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und konnte euch auf irgendeine Weise bereichern. Tschüss, euer Lars.